Ja, wunderschönen guten Tag hier aus Frankreich. Ihr seht, das ist eine super, super Kulisse, an so einem Gewässer so ein Produkt vorzustellen. Ich sitze hier in einem Camo-Boot und möchte euch heute unseren neuen Motor vorstellen, den 80 Lips Brushless. Ist ein Motor für alle diejenigen, die länger unterwegs sind. Ist ein Motor für alle diejenigen, die wirklich Power brauchen am Wasser, die mit 3,20 Meter Booten, 2,90 Meter Booten unterwegs sind oder sogar mit dem 4,20 Meter mit dem neuen, die wirklich auf Energiekapazität zurückgreifen müssen, denn dieser Motor ist durch diese Brushless-Technik einfach 65% effizienter wie eine ganz normale 12-Volt-Brush-Technologie, die es bei normalen Motoren gibt, die wir kennen seit Jahr und Tag. Jeder kennt das Problem, nach 2-3 Tagen ist die Batterie leer, teilweise sogar schon nach einer Nacht, wenn man eine erfolgreiche Nacht hatte. Ich habe diesen Motor jetzt im Frühjahr gefahren, 4 Tage am Stück, immer wieder raus, pro Tag mindestens 1 Kilometer, eher 1,5. Eigentlich noch mehr, und der Motor hat immer noch gehalten, die Batterie war immer noch voll, und das mit einer 80 Ampere Batterie. Angegeben ist hier optimale Batterienutzung 120 Ampere Batterie, dann entfaltet der Motor seine volle Kapazität und dann kann man ihn am längsten nutzen. Wir haben hier oben eine 12-Volt-Anzeige oder eine Volt-Anzeige. Dadurch kann ich immer sehen, wie ist die Spannung der Batterie. Der Motor ist ausgestattet mit einer Sicherheitsabschaltung. Heißt, also Batteriewächter sozusagen, Sicherheitsabschaltung, geht die Voltzahl der Batterie unter 10 nach unten, schaltet der Motor automatisch einen Tick nach unten und gibt kein Vollgas mehr. Sichert somit eure Batterie. Batterie geht nicht kaputt. Der Motor hat weiterhin einen Überhitzungsschutz. Der Motor ist stufenlos einstellbar. Wir haben hier eine schwarze Teleskophändel, ausziehbar. Der Motor ist 1,15 Meter lang in der Höhe. Das heißt, ich kann auch im Stehen fahren, kann den immer noch wunderbar lenken. Ausgestattet auch hier mit einem schwarzen Glasfaserschaft. Einfach alles in Dunkel gehalten, um das Ganze irgendwo harmonisch am Wasser sein zu lassen. Wir haben Edelstahl-Fittings überall. Alle Schrauben sind voll Edelstahl ausgestattet. Es ist ein Aluminiumblock, der den Motor hält. Ja, ich würde sagen, momentan gibt es kaum was Vergleichbares am Markt. Ich glaube, für uns Karpfenangler oder für uns Angler, wenn wir lange am Wasser sind, ist eins der allerwichtigsten Punkte, diese ganzen Technologien, die es momentan gibt, Brushless und wie sie alle heißen, basieren auf 24 Volt. Das hier ist ein 80 Lips 12 Volt Motor. Heißt, ich brauche nur eine einzige Batterie. Ich brauche nicht mehr zwei Batterien mitschleppen, um den Motor zu betreiben. Der Motor funktioniert auch so, und das ist genau die Sensation. Wir haben hier ein Motor, der wiegt 9 Kilo. Das ist super Leichtgewicht, der hat richtig Power, ist zu betreiben mit einer Batterie. Was haben wir noch? Wir haben eine Einhandverstellung, easy going, einfach nur einmal hier drücken. Ja. Und der Motor verstellt sich. Ja, des Weiteren ist das Kabel extra verstärkt, nochmal ummantelt, dass dort auch nichts passieren kann. Wir haben einen höhenverstellbaren Schaft, klar, um die verschiedenen Höhen der Spiegel anzupassen. Wir haben eine Gesamthöhe des Motors von 1,15 Meter. Heißt, ich kann also auch bequem, ich bin knapp 1,80, kann also auch bequem im Boot stehen und den Motor bedienen. Wir haben 3 Rotorblätter hier unten am Rotor. Ja, es ist ein sehr, sehr hochwertiges Produkt. Ich hoffe, es gefällt euch genauso wie mir. Ich habe es jetzt wirklich schon eine Zeit lang genutzt und ich persönlich sage, wir hatten noch nie einen besseren Motor im Programm. Für mich ist das mit Abstand einer der besten Motoren, gerade für die Angler, die länger unterwegs sind. Gerade für die Angler, die auch mal bei Winden, und es werden immer mehr Winde in Zukunft unterwegs sind, ist das das richtige Produkt. Und ich hoffe, es wird euch genauso viel Spaß machen wie mir.